Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann, mal wieder in Wiesbaden. Ich habe vor 4, 5 Jahren hier lange gelebt, kenne also auch Cyber und Media und die Kollegen in dem Stock dazwischen ganz gut. Heute soll es um Data Engineering gehen. Das ist, kann ich ja gleich was zu sagen, wenn ich mich vorstelle. Ein bisschen aus der Not geboren. Also ich entwickle jetzt seit über 20 Jahren Software, mal in der Rolle des Entwicklers, mal als Berater oder als Projektleiter. Und hatte bis September davon 15 Monate zurück als Kontraktor einen Job als CTO beim Mittelständler. Und das war zwar spannend, aber es war leider nicht technisch. Und das war so ein reiner Management-Job. Und ich kam abends im Heim und habe gedacht, also irgendwie fehlt mir jetzt noch das Technische. Und habe dann überlegt, was ich dann jetzt noch irgendwie dazu machen könnte. Und dann kam ich irgendwie auf das Thema Big Data. Das hypte damals so langsam los. Habe mir das mal angeschaut, was man so machen kann in der AWS und was es für Tools gibt und auch von Kunden gehört. Wir brauchen immer mehr Kennzahlen, immer mehr Daten und wir arbeiten auch mit Excel. Also wir haben irgendwie 8 Leute im Keller eingesperrt und die machen den ganzen Monat nur Excel-Dateien. Und das fand ich irgendwie so faszinierend, dass da irgendwie ein Bedarf ist oder tatsächlich ein Problem. Und bin dann dem nachgegangen, so 12, 15 Monate, was man da mit Open-Source-Technologien machen kann. Klar, also dass es kommerzielle Sachen gibt, ist klar. Es gibt Tableau und es gibt verschiedene Data-Warehouses und so weiter. Aber ich habe schon immer viel mit Open-Source entwickelt, eigentlich ausschließlich. Und dann war klar, dass das jetzt das Thema ist. Und jetzt seit einiger Zeit, so 2, 3 Monaten, bewerbe ich das Thema und das kommt ganz gut an. Und wir haben jetzt auch angefangen, mit ein paar Freunden so eine Art Data Suite zu entwickeln. Da kann ich ja nachher mal zeigen, was wir uns als Vorbild nehmen. Ich selbst entwickle am liebsten Groovy und Grails. Das ist ein Java-basiertes, ein dynamisches Java sozusagen mit einem Web-Framework, aber auch Kotlin, Python und Swift. Die anderen dynamischen Sprachen, PHP, Ruby und so, kann ich auch, mag ich aber nicht so. Ich habe schon immer viel Vorträge gehalten und habe auch mal für CTT geschrieben. Und ja, fangen wir mal an mit dem eigentlichen Thema. Was ist denn Data Engineering, beziehungsweise was verstehe ich darunter? Also das ist letztlich die technisch-infrastrukturelle Grundlage für all das, was momentan im Thema Data Science, Big Data und so weiter hypt. Also man kann ja nichts mehr lesen, ohne dass das irgendwie angesprochen wird. Die Bereiche Business Intelligence, Data Warehousing und so weiter, Data Mining gibt es schon lange, zum Teil schon sehr lange. Machine Learning gibt es auch schon sehr lange, wie wir gleich sehen werden. Beziehungsweise Artificial Intelligence gibt es schon sehr lange. Und diese verschiedenen Spielarten. Also mir geht es jetzt nicht konkret darum, wie man unbedingt Algorithmen schreibt, sondern was braucht man, um mit großen Datenmengen effizient umgehen zu können und wie wertet es letztlich aus? Also letztlich, wie kommt der Entscheider zu seinem Cockpit? Beziehungsweise wie gibt die Software vor, was der Entscheider entscheiden soll? Das wäre ja dann dieses Predictive Analytics. Warum Open-Source-Technologien? Ja, also ich hänge schon lange an der Open-Source-Technologie, sei es über Linux oder über Java oder über die ganzen anderen schönen Sachen. Was bei der Datenanalytik besonders interessant ist, diese ganze Infrastruktur ist in der Regel Open-Source. Also egal welches, also wenn wir jetzt mal den Stack nehmen um Hadoop herum, alles frei. Alles Apache-Lizenz, also noch nicht mal GPL, die irgendwie viral alles wieder für sich haben will, sondern wirklich eine Lizenz, die kann man für eigene Produkte nehmen und weitervermarkten oder contributen und was auch immer. Was für mich da auch noch spricht, es gibt zwei, sagen wir mal sehr, in der Open-Source-Welt zwei Institutionen, das ist die Apache Foundation und die Eclipse Foundation, die sehr viel in dem Bereich machen. Und wenn man dann so guckt, wer noch mitmacht, das IBM, Airbnb, Google, Facebook und viele andere mehr, stellen richtig gute Softwarepakete zur Verfügung, die den Professionellen, oder sagen wir mal, professionell sind sie alle, aber den Kommerziellen nichts nachstehen. Respektive, sie haben den Vorteil, man kann sie anpassen, erweitern, ohne jegliche Einschränkung. Und wenn man mal so guckt, also bei Airbnb hat, das zeige ich nachher auch noch kurz,
eine schöne Software eher zur Auswertung der Apache Foundation zur Verfügung gestellt und die haben sich ganz klar dafür entschieden, dass sie selber bauen und zur Verfügung stellen, anstelle zu kaufen. Weil in dem Bereich die Software so komplex wird, dass die Lizenzen sehr teuer sind und dann sind sie nicht anpassbar, sodass Open Source richtig da reinpasst. Was ich von euch noch gern wissen würde, wer arbeitet denn, sagen wir, hauptsächlich in dem Bereich Daten? Okay, da schreien als was? Mathematische Optimierung. Okay, okay. Und du, wenn ich schreien darf? Bitte als Programmierer? Ja, ja, klar, aber jetzt im größeren Stil. Ja, Business Intelligence, so in die Richtung. Okay, okay. Mhm. Und die anderen auch? Entwickler, Interessierte? Es muss ja, also Data Scientists sind ja auch Mathematiker, Soziologen, alles Mögliche. Eher Neugierde, berufliches Interesse? Okay, ich will jetzt nicht jeden Einzelnen abfragen, aber gut zu wissen, wo in etwa die Richtung herkommt. Ja, ich hoffe, meine Stimme hält es durch. Das ist ein Buch, was mir meine Frau geschenkt hat, Das Maß aller Dinge. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Da kann man natürlich drüber schreiten, aber Daten selbst liegen erstmal nichts. Ja? Also, wir haben riesige Datenmengen, aber die sind eigentlich virtuell. Wenn man dann mal guckt, es gibt dieses unglaublich geniale bis dämliche Zitat, dass die Daten der Rohstoff des 21. Jahrhunderts sind, meistens das Öl. Die Analogie ist ja ein bisschen wonky, aber es ist nicht zu leugnen, dass momentan oder das gegenwärtig und in der Zukunft Daten immer wichtiger sind für Entscheidungen und Entwicklungen. Also, wenn man es jetzt total verklären möchte, würde man sagen, ja, dass ohne die Daten kein Fortschritt mehr kommt und so weiter. Aber so wie das Öl die Bewegung und die Mobilität in die Welt gebracht hat, bringen jetzt die Daten, die Algorithmen und damit die Menschen weiter. Den Satz hat sicher schon jemand gehört. Ich möchte ihn jetzt weder im positiven noch im negativen Sinne irgendwie bewerten, aber es ist tendenziell schon was dran. Denn wenn die Algorithmen, die die Daten auswerten, bringen ungeahnte Möglichkeiten in den Bereichen also Soziales, Wirtschaft, Wissenschaft, aber natürlich auch autonome Waffen und diese ganzen Schichten. Oder wenn wir nach China gucken, Profiling und Scoring, Gesichtserkennung und gleich Sanktionierung. Es ist wie immer, dass das Gute der Böse einer Technologie in der Nutzung besteht und nicht in sich in ihr per se. Technische Herausforderungen dabei, das fand ich, als ich mich damit beschäftigt habe, auch sehr interessant, dass schon die Datengewinnung und Aufbereitung relativ komplex ist, dass man viel transformieren muss und dass dort auch tatsächlich viel Zeit hängen bleibt. Wenn man Daten aus dem ERP bekommt, aus dem ERP-System bekommt, bis die dann in der Form sind, dass man mit ihr automatisiert jeden Monat oder täglich wieder arbeiten kann, vergeht viel Zeit. Das Schöne ist, dass es nicht nur irgendwie auf irgendeinem Server passiert, sondern letztlich die Cockpits fürs Management, was ich vorhin meinte, sind Visualisierung der Daten und schaffen Entscheidungsgrundlagen. Man kann die Daten analysieren nach vorne und nach hinten, wobei das vorne sehr spannend ist. Also wie kann ich Aussagen oder mögliche Aussagen über eine mögliche Zukunft machen? Und das Ganze muss natürlich auch sicher sein. Also der Vortrag heißt ja Data Lakes statt Data Leaks. Und wenn man eigentlich vergeht keine Woche, wo man, in der man nicht irgendwas liest, bei dem man sich denkt, hallo, schwierig mit den Daten. Kleine private Anmerkung, ich habe heute meinen WhatsApp-Account gelöscht. Bin ich ganz stolz drauf. Genau, jetzt kommen wir ein bisschen zum Technischen. Wie funktioniert das? Also wie ist so ein typischer Arbeitsablauf, wenn wir Daten sammeln? Wir haben die Welt und sammeln Rohdaten, die unterziehen wir dann einer Verarbeitung und einer Reinigung. Also man klärt, säubert Redundanzen, sorgt dafür, dass fehlende Datensätze nicht irgendwas zum Stillstand bringen. Man fährt explorative Datenanalysen, setzt dann Modelle und Algorithmen ein
die haben dann wieder so einen Rückbezug auf die Welt, aus der sie herkommen, weil sie dort neue Dinge ermöglichen und letztlich mit den visuellen Auswertungen und Reports werden Entscheidungen getroffen, sodass es einen Kreislauf gibt. Die Sachen, die aus der Wirklichkeit kommen, werden der Virtualität unterzogen, dort verarbeitet und haben dann wieder einen Rückfluss in die Wirklichkeit, sowohl auf sie selbst, aber auch über Entscheidungen. Letztlich ist das aber alles nicht so neu. Die Idee, du hast gerade gesagt, Business Intelligence, Data Warehousing gibt es seit den 1980ern, sind im Prinzip immer drei Blöcke. Man aggregiert Daten, entweder in Datenbanken oder heute in Data Lakes. Also das sind einfach, sagen wir mal so wie das Titelbild, ein See mit relativ unstrukturierten Daten, wo man erstmal alles reinkippt und dann hat. Dann gibt es die Datenaufbereitung, die geschieht klassischerweise im Data Warehouse oder jetzt in diesen Big Data Tools. Und es gibt eine Auswertung über Business Intelligence oder wenn man jetzt zu den letzten Schrei nimmt, sind das Machine Learning Analysemethoden. Also Sachen, die aufgrund der Datenmenge entweder nach hinten gucken oder nach vorne und dann sozusagen auf Predictive Analytics ermöglichen. Wenn ich sage, das gab es schon in den 80ern, finde ich die Zeichnung sehr aufschlussreich. Ich habe auf den letzten beiden Folien nochmal so eine ähnliche Frage, kommt dieses Bild nochmal. Ist das denn wirklich so neu? Oder machen wir nur ein Rähmchen drum und finden das ganz geil, weil es jetzt der Hype ist und die Headhunter dreimal die Woche anrufen, ob man denn zur Verfügung steht? Das lasse ich mal unkommentiert stehen. Es gibt und natürlich ist es jetzt nicht alles super neu. Machine Learning wurde 1959 geprägt, der Begriff. Künstliche Intelligenz haben wir seit den Schachcomputern als Terminus stehen. Aber es gibt entscheidende Unterschiede. Wir haben eine viel größere Heterogenität der Datenquellen. Also wir haben jetzt eben nicht nur die Leute, die Excel-Tabellen füllen, sondern wir haben Social Media Analytics, wir haben Bilder, wir haben Töne, wir haben Sprache. Entschuldigung. Und das alles fließt zusammen. Dann haben wir die schiere Menge der Daten. Die unterscheiden sich auch von früher. Wir haben immer mehr Rechenleistung, um die Sachen auszuwerten. Und wir haben heute eben durch die Open-Source-Technologien freien Zugriff auf Algorithmen, auf Bibliotheken, auf Dateisysteme, auf Datenbanken, um damit umgehen zu können. Genau, jetzt gehe ich mal so in etwa diese Technologie-Stacks durch für diese verschiedenen Bereiche. Also ganz klar, der Klassiker, die Datenquellen sind relationale Datenbanksysteme, dann Sachen, die aus Enterprise-Systemen rausfallen, wie ERPs oder CRMs oder aus Fertigungssystemen. Dann gibt es analytische Daten, Web, Mobile, Fehl und Komma, Social Media und so weiter. Wir können Daten aus Webseiten abgreifen, wenn man jetzt zum Beispiel bei der anarbeitet, würde man in der Sekunde hunderte von Signalen von Schienen, Weichen, Zügen bekommen, also Internet of Things Daten. Ja, und Excel gibt es auch noch. Und das alles, im Idealfall kann das über alle Datensorten quer abgefragt werden. Data Processing, ist jetzt, habe ich nicht so viel ausgefüllt, das ist einfach dieses Extract Transform Load, also aus den klassischen Data Warehouse-Geschichten. Heute nennt man das auch Extract Load Transfer und Datenbereinigung. Dann, wie werden die Daten gespeichert? Also die Quellen, wie werden die so gespeichert, dass wir sie ständig wieder zur Verfügung haben? Das gibt es Datenbanken, also SQL. Wer sich jetzt wundert, dass da Greenplum steht, das finde ich momentan so die ziemlich beste SQL-Datenbank für große Datenmengen. Das ist letztlich Postgres, aber um Parallelität erweitert. Das hat, das ist von Pivotal, also die auch das Spring-Framework entwickelt haben, ist für große Datenmengen und Relationalität unschlagbar momentan. Da gibt es Graph-Datenbanken wie Neo4j. Oder NoSQL. Dann gibt es so Sachen, die im Speicher arbeiten und für Suchen optimiert sind. Den kennt ihr wahrscheinlich auch, den Search-Stack von Apache.
Und es gibt das Hadoop-Ökosystem. Ja, S3 gehört jetzt nicht so dazu, das ist eher Amazon, aber letztlich haben wir dort Speichermöglichkeiten für nicht strukturierte Daten. Dann kommen die Tools, von denen man immer gerne hört. Also, wer hat denn für euch schon mal von TensorFlow gehört? Ja, das sind, genau, das ist momentan so eine der Shooting-Stars. Es gibt dann halt verschiedene, für die Analyseschritte, verschiedene Bibliotheken. Das TensorFlow ganz vorne oder Deep Learning 4J. Es gibt Statistik-Software mit R und IPython. Dann eher so generell Python-Bibliotheken wie Pandas. Dann Bilderkennung und Sprachverarbeitung. Dann gibt es natürlich die Visualisierung, da bin ich jetzt gar nicht so ins Detail gegangen, es gibt generelle Sachen, Dashboards und man kann sich auch mit JavaScript und einer Chart-Library da schnell was zusammenstricken. Ist auch nicht so spannend wie jetzt die Analyse-Dinger. Und dann gibt es letztlich die Auswertungsgeschichten. Da möchte ich zwei erwähnen, eins zeige ich nachher noch kurz. Das Apache Superset, das ist tatsächlich von Airbnb. Wenn ihr, da gibt es auch eine Demo, schaut euch die mal an, die ist unglaublich, was die kann. Also die kann, die kann die Datenauswertung auf Karten setzen. Es kann unheimlich viel. Es ist unglaublich, dass es sowas frei gibt. Und Metabase, das zeige ich gleich mal, das ist ein ganz nettes Tool, was so ein bisschen alles vereint. Ja, man hat seine Datenquellen, man kann Querbeschreiben schreiben oder sich zusammenklicken und das dann schön visualisieren. Und dann gibt es noch Data Science Platforms, das ist U. Und Nime ist ein Eclipse-basiertes Projekt, auch unglaublich mächtig, kommt aus der Schweiz. Wer wirklich, wirklich tief einsteigen will, kommt damit auch sehr weit. Kennt jemand Nime? Okay. Kennt jemand überhaupt irgendwas davon? Okay, was denn? Superset. Superset, ja. Findest du auch? Ja, schon sehr geil. Ja, genau. 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 Metabase ist ähnlich. Ich finde es ein bisschen in manchen Teilen schicker, in anderen Teilen nicht. Ich habe an die Folien, stehen dann auch irgendwo zum Download bereit. Deshalb habe ich auch so viel aufgelistet. Natürlich hätte ich jetzt auch irgendwie ein paar Queries zeigen können, aber das wäre vielleicht nicht so spannend gewesen, gerade wenn nicht so viele damit hauptberuflich jeden Tag zu tun haben. Ja, das habe ich jetzt Best Practice genannt. Also wenn man sich jetzt, wenn jetzt jemand die Idee oder das Thema gefällt und möchte mal gucken, was so geht, dann kann man klein anfangen oder man fängt gleich richtig an und würde empfehlen, so eine Hadoop-Distribution zu nehmen. Ich selbst arbeite mit Hortonworks. Das Schöne bei Hortonworks ist, man installiert das, also etwa als Docker-Image. Und das dauert ein bisschen und im Idealfall läuft alles. Und jetzt muss ich mal gucken, was. Sekunde. Ja. Also, das ist das Administrations-Dashboard von Hortonworks. Das ist insofern sensationell. Also, man hat hier alles vom Hadoop-Filesystem, die Auslastung der Festplatten. Man hat Laufzeiten, Reaktionszeiten und so weiter. Und das ist jetzt nur so ein Ausschnitt aus diesem Hortonworks. Also man hat hier wirklich Tools bis zum Abwinken. Einige sind nur Dateisysteme, einige sind Konnektoren. Und das Ganze nennt sich Ambari. Also das von Hortonworks ist sozusagen Ambari, das Dashboard für den ganzen Stack. Und wenn man es noch ein bisschen, sagen wir noch ein bisschen more sophisticated haben möchte, kennt ihr Ansible? Okay, also, ja. Also Ansible ist vereinfacht gesagt so eine Art, also früher hätte man das, glaube ich, Shell-Scripting genannt, so ein bisschen. Man schreibt Rezepte in Domain-Specific Language und Ansible nimmt die und macht das. Und jetzt im Idealfall, wir haben das mal ausprobiert in der AWS, wir haben also einen Hortonworks und dazu noch verschiedene Hadoop-Instanzen mit einem gut laufenden Ansible-Skript gestellt. Die EC2-Maschinen müssen entsprechend konfiguriert sein. Also glaube ich, sie brauchen Python drauf. Und ich sage das jetzt ein bisschen enthusiastisch, weil ich mache das jetzt schon 20 Jahre, aber ich habe selten sowas Geiles gesehen. Man drückt auf den Knopf
die virtuellen Maschinen fahren hoch, installieren, konfigurieren sie selbst und nach einer Viertelstunde hat man 200 bis 200 Instanzen und kann damit arbeiten. Kostet an irgendeiner Stelle Geld, aber es ist, was die Automatisierung angeht, unglaublich flexibel. Wenn man es mal testen will, finde ich auch ganz schick, oder wenn man auf Container Deployment steht, es gibt Docker-Images, einfach Docker installieren, das Image installieren und man kann loslegen. Insofern, es ist, also wenn man jetzt Hortonworks nimmt, wie gesagt, es ist ein Haufen, Haufen Holz, aber ich fand es erstaunlich erfreulich, dass die Zugänglichkeit relativ einfach ist. Also man hat ein laufendes System, ohne dass man irgendwie 4 Wochen sich in Dokus einlesen muss und alles konfigurieren muss. Wenn man das mal im professionellen Umfeld macht und vielleicht die Hälfte von Hortonworks nicht braucht, kann man das ja immer noch händisch installieren und genau customized, aber es ist schon, fand er schon, ja, schon ein Ereignis, sich damit zu beschäftigen und zu sehen, was es so gibt. Jetzt kommen wir zu der Demo. Genau. Mal gucken, was wäre das Nächste. Ja. Machen wir mal kurz was Praktisches. Das dauert jetzt gerade, weil ich das Ding hochfahre. Also Metabase ist eigentlich eine Webanwendung, aber die liefern für den Mac ein Embedded Browser zusammen mit Java Web Server und allem drum und dran aus. Das heißt, man kann hier gleich loslegen. Ich habe jetzt einfach mit dem Beispieldatensatz angefangen. Also man hat hier beispielsweise Bestellung. Die kann man sich ganz normal anzeigen lassen. Man kann sie auch filtern. Und kann sich noch in verschiedenen, ich gehe das erstmal langsam durch, das sind die Daten. Da gibt es auch noch Personal. Wie gesagt, das ist normalerweise eine Browser-Anwendung, die auf dem Server läuft, das ist jetzt nur convenience-mäßig, dass das hier auf dem Laptop läuft. Das heißt, man hat hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, man kann Datenbanken hinzufügen und hier sieht man schon mal, was die von Haus aus können. Bei Big Data-Geschichten ist es, finde ich, immer wichtig, dass man möglichst verschiedene und möglichst heterogene Datenbanken zusammenfassen kann. Ja, also Idealfall macht man Query und Joint irgendwas, eine Spalte aus einer relationellen Datenbank mit irgendeiner Spalte aus Excel. Und beide Dateien liegen noch so da. Also das ist so unsere Wunschvorstellung, wenn wir damit arbeiten. Und man sieht schon, die können eine ganze Menge. Also über Google Analytics, dann diese Embedded-Datenbanken wie H2, SQLite, aber auch so die Klassiker MySQL und Postgres. Die können sogar noch MS SQL Server. Könnte man jetzt connecten. Und dann muss ich mal gucken, wo ich das habe. My Personal Collection. Dann gibt es zum einen die Möglichkeit, diese Tabellen zu filtern. Also ich habe jetzt mal diese Entfernung, wo ich nichts sehe. Ich habe jetzt einfach mal die People-Tabelle gefiltert auf Leute, die in Wisconsin leben. Also hier sieht man es. Oder Wiesbaden, wenn man möchte, ist lokalpatriotischer. Die sind jetzt alle auf WI gefiltert. Das Schöne ist, dass man das hier relativ leicht machen kann. Und ich kann hier, wenn ich jetzt Kalifornien möchte, mache ich ein Update, klicke auf Get Answer und dann sind die da. Also das ist, geht nicht mit super komplexen Queries, aber wenn man jetzt einen eher technisch nicht so versierten Menschen an so eine Aufgabe setzt, der kann sich das dann mit Excel-Kenntnissen gut zusammenklicken. Das ist das eine. So, den Weg zurückgehen. Und dann hat man auf der anderen Seite, kann man auch Charts anzeigen lassen, also wieder das gleiche Spiel. Diesmal die Produktetabelle mit ein paar Aufsummierungen. Man hat hier die anderen Möglichkeiten, das ist natürlich wieder ein Vorführeffekt, ich weiß nicht, ob es geht. Ja, geht, muss dann wahrscheinlich noch die Spalten anpassen. Also man hat hier jede Menge Visualisierungsmöglichkeiten out of the box zur Verfügung. Und was noch schöner ist, wenn man so Einzelabfragen hat,
kann man natürlich auch Dashboards erzeugen. Also das ist dann relativ, Moment, ich gehe hier mal in Bearbeiten-Modus. Man kann hier Tabellen rumschieben. Also es ist alles im HTML5. Ich glaube, es basiert auf React, wenn ich mich nicht täusche. Das ist schon für Open Source großes Kino. Es sieht also aus, out of the box ziemlich gut aus. Kann jede Menge. Man kann aber auch, wo habe ich das denn versteckt? Man kann hier auch ganz klassisches SQL schreiben, man glaubt es kaum. Genau. Also man kann hier oben genau sagen, also ich hätte jetzt gerne nur die Produkte, deren Preis über $90 ist, und dann sind das genau die. Der Editor ist auch für eine Web-Oberfläche nett, der hat Code Completion, Syntax Coloring. Genau. Finde ich für eine Webanwendung gut. Und somit, ja, es gibt ja noch ein paar verschiedene andere nette Sachen. Also ich rufe nochmal das Dashboard auf. Also wenn man das dann irgendwie an in die Produktionshallen oder ins Controlling stellen möchte, kann man hier einmal Vollbild machen. Man kann hier Auto aktualisieren, Vollbild und auch noch das Thema ändern. Also ist alles nicht wild, aber ich finde, für eine freie Software ist das ziemlich, ziemlich gut. Das ist sehr stabil, ja. Die gehen relativ komplex, also der ist nicht, Moment, ich guck mal. Moment, ich muss ausgehen, Edit-Modus. Also du hast immer sozusagen die Daten, die reinfließen, dann kannst du da Menschen und Mesher eingeben und noch ein paar andere Sachen. Also es, sagen wir mal so, selbstprogrammierte Charts können mehr, aber die reichen für einfache Sachen. Wir können mal die Charts-Typen durchgehen. Das geht nicht. Also das geht tatsächlich noch nicht. Das ist auch einer der Gründe, wo ich dann, bei denen ich dann sagte, okay, dann schreibe ich mir lieber selbst eine Visualisierung. Die Möglichkeiten haben wir nicht alle. Ja? Also gerade jetzt so, die jetzt irgendwie sich mit, ich habe es vorhin gesagt, das Visualisierungstool irgendwie Tableau umärgern müssen. Und man kann tatsächlich dann sich selbst was programmieren, dann kommt man viel schneller, viel weiter. Ja. Aber so als, es ist ja mehr als Tableau, weil du die Daten aggregieren kannst. Es gibt auch bei Tableau noch irgendwie so einen Vorbau. Bitte? Tableau Prep, ja, Prep, genau. Das ist schon, und das hier ist frei. Das hätte ich auch gerne genommen als Basis für eine eigene Software. Das ist aber in Clojure geschrieben. Clojure ist ja, eine Sprache auf der Java Virtual Machine. Und da habe ich jetzt schon 2, 3 im Portfolio und da wollte ich nicht noch eine zusätzlich lernen. Ich finde auch die Syntax schwierig, aber es ist eine tolle, tolle Software. Genau. Und letztlich die Leute, die mit den Ergebnissen von so Data Engineering leben, arbeiten meistens damit. Ja. Also man muss dann schon unterscheiden, wie ich gesagt habe, von Daten sammeln, säubern und so weiter. Das ist eine Arbeit. Dann haben wir eher so den analytischen Teil. Ich denke, da bist du dann auch tätig. Ja. Mathematiker, Statistiker, Zahnpsychologen und was auch immer. Und dann eben die Entscheidungsebene, die dann darauf setzt, dass das alles stimmt. Also das mal kurz als Hands-on. Also Metabase kann man sich auch runterladen. Das sind, keine Ahnung, man braucht, glaube ich, noch nicht mal, ich glaube sogar Java ist embedded. Also für einen Mac gibt es ein Disk-Image, installieren und kurzen Namen eingeben und dann kann man damit rumspielen. Ja. Man kann es aber auch installieren, man kann es aus den Sourcen bauen. Es ist alles wieder schön frei. Genau. Ach so, jetzt sind wir hier. Genau, das war das Metabase-Demo. Metabase ist erst bei Version 0.3.1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da wird noch eine Menge kommen. Also das ist ein Startup aus Kalifornien, über dessen Geschäftsmodell ich mir noch nie so klar bin, weil sie alles freigeben. Aber wahrscheinlich gibt es dann irgendwann wie immer die Enterprise-Schiene, wo dann irgendwas drin ist, was jeder braucht. So ein Single Sign-On oder sowas im Unternehmensumfeld. Und dann kostet es. Jetzt noch ein bisschen technischer. Da haben sie so 3 Sprachen rauskristallisiert. Wer kann R?
Machen wir aus dem Ö ein E. Also ja, also ich kann es auch nicht. Finde ich schwierig. Python? Ja, ja, cool, sehr schön, ja. Und Java? Oh, okay. Also, dann habe ich eine gute Nachricht für die Java-Leute. Ich habe tatsächlich etliches recherchiert. Also es gibt bei PHP gibt so ein paar Machine Learning-Pakete und es gibt irgendwie cool Reports. Das ist aber ja für PHP ganz nett. Aber es ist weit davon entfernt, irgendwie, dass man effizient Daten irgendwo reinhauen kann und es kommt was Gescheites raus. Also da habe ich wenig gefunden. Bei Perl, da kenne ich mich aber ehrlich gesagt nicht so aus. Ich habe es der Vollständigkeit aufgenommen, dass sich niemand diskriminiert fühlt, der Perl programmiert. Und bei Ruby gibt es auch einiges, aber es gibt nicht so richtig viel. Bei JavaScript gibt es mittlerweile, glaube ich, ein TensorFlow.js, was für einen Browser gedacht ist. Über Sinn und Unsinn darüber kann man streiten. Da kommt ein bisschen was, aber es ist noch nicht wirklich so, so weit. Also einfach nur das mal einzuordnen in die Sprachen. Es gibt, genau, machen wir mal R erstmal. Also R kommt aus der Statistik. Also das ist keine Sprache, die mir jetzt beispielsweise Spaß machen würde. Also ich bin weder Mathematiker noch irgendwie Number Cruncher jetzt per se. Es ist aber nicht zu leugnen, dass R unglaublich viele Bibliotheken hat, also hier schon 12.000. Es gibt so ein, das R-Studio hat dann sozusagen gleich eine Reporting-Möglichkeit drin. Aber es sind jetzt wirklich keine Reports, die, also die Reports haben eine hohe analytische Aussagekraft, aber sind jetzt nicht, sagen wir mal, fancy genug, um so einem Entscheider unbedingt immer vorlegen zu können. Oder beziehungsweise ich möchte das in der Webanwendung oder auf einer App irgendwie ausgeben, dann kommt Python ins Spiel. Das kann so ziemlich das Gleiche, aber eben noch wesentlich mehr und auch wesentlich einfacher, wie ich finde. Ich finde Python momentan, also ich programmiere damit unheimlich gerne, es ist kurz, prägnant, es gibt alles, also es gibt Sachen an fertigen Bibliotheken, also nicht nur jetzt hier im Bereich Big Data und Machine Learning, da hat Python ziemlich aufgeholt. Wenn man jetzt mal auf Medium guckt, so Artikel zum Thema Data Science, Deep Learning, Big Data, sind die meisten Artikel zu Python. Also Python hat jetzt sozusagen nochmal den zweiten oder den ersten Frühling jetzt in der Datengeschichte. Ja, weil es einfach, also allein Pandas ist so simpel und so clever, dass es einfach Spaß macht, damit irgendwas auseinanderzunehmen. Ja, ich finde das einfach, es ist relativ intuitiv trotzdem, also es kann die Abstraktion, die es in sich hat, relativ gut verstecken und man kann intuitiv damit arbeiten. Und Python hat momentan, ja, wie die sagen, den Hype in dem Thema, hat manchmal Performance-Probleme. Also es gibt beispielsweise, war mir vorher auch nicht klar, ich weiß gar nicht mehr, ob das Pandas war oder NumPy, wenn man es mit Pip installiert, ist es, wenn man es Pip installiert, ist es normal schnell, wenn man es mit Anaconda installiert. Anaconda ist in Python so eine Art auch Installer, aber eher für den wissenschaftlichen Stack, ist das um den Faktor 3 schneller. Warum auch immer. Ja? Entweder es hängen mehr C-Bibliotheken drin, aber das sind so einfach so Sachen, wo man sagt, könnte verwirrend sein, aber die eigentlich, ich mache halt am liebsten Java, jetzt kommen noch zwei Seiten, warum Java letztlich gewinnen wird. Performance ist sicherlich ein Thema. Man schreibt vielleicht ein bisschen mehr Zeichen oder Quellcode als bei Python, aber es gibt so ein paar Punkte, ich möchte jetzt alle nicht durchgehen, aber der ganze Open Source Stack, von dem ich geschrieben habe, zumindest die serverseitigen Geschichten, sind in Java geschrieben. Ja? Also egal ob Spark, Hadoop, Kafka und so weiter, alles Java. Das soll jetzt auch kein Pitch werden für Java. Das haben wir, glaube ich, nicht mehr nötig in unserem Alter. Aber es hat tatsächlich Performance-Vorteile gegenüber Python. Und wenn man jetzt mal guckt, wo wird Big Data eingesetzt oder diese ganzen Geschichten, momentan eher bei großen Unternehmen. Also ich persönlich bevorzuge den Mittelstand, aber da tut sich noch nie so viel. Große Unternehmen laufen auf Java in der Regel. Ja. Also, sind wir doch mal ehrlich, wer würde zu einer Bank gehen, die PHP als Backbone hat? Niemand, ja. Und das ist halt überall so. Und das heißt, der Zugang für Entwickler ist einfacher. Das Unternehmen hat schon, sagen wir, eine Technologie, die es kennt. Also Python
Also ohne es jetzt schlecht zu machen, ich finde Python wirklich großartig, aber ich war schon bei Kunden, die haben gesagt, Python wie die Schlange oder so. Ja, da kommt man schon irgendwie so, ja, ist ein bisschen nerdy, aber gut. Also Großunternehmen stehen eben auf den Java-Stack und nutzen den auch. Ja gut, das ist jetzt doch ein bisschen pitchig. Übergeben wir die Folie mal. Genau. So, das war jetzt der kleine Java-Pitch und ja, Python-Pitch. Nochmal diese Geschichte. Möchte jetzt sozusagen nochmal die Meta-Ebene ansprechen, also jenseits der Technik, was das eigentlich alles bedeutet. Wird jetzt auch nicht religiös oder so, keine Sorge. Ich lese es mal vor. Ich lese Folien nicht so gern vor, aber hier kann man es mal machen. Also worin besteht der Unterschied zwischen maschinellem Lernen, Deep Learning, KI, Big Data, Statistiken, Entscheidungs- und Risikoanalysen, Wahrscheinlichkeit, Fuzzi-Logik und allem anderen? In keinem. Außer in Terminologie, spezifischen Zielen und der jeweiligen Kultur. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Deep Learning und Machine Learning. Aber alle sind Teilbereiche der Wahrscheinlichkeit. Das heißt, des Verständnisses und der zeitweisen Quantifizierung der Unsicherheit. Und letztlich ist die Wahrscheinlichkeit selbst eine Erweiterung der Logik. Und ich wollte jetzt kurz nochmal auf den Satz, weil das die zeitweise Quantifizierung der Unsicherheit, das ist das, was die Menschen antreibt, Voraussagen auf technischer Basis über die Zukunft zu machen. Weil die Unsicherheit, was jetzt in 5 Minuten passiert, meinen viele über Algorithmen klären zu können. Und das kann man immerhin mal kritisch in Frage stellen. Ansonsten ist das Thema super. Also es macht mir unheimlich viel Spaß, damit zu arbeiten. Es ist wirtschaftlich nicht uninteressant. Also ich habe das jetzt noch nie so groß beworben, aber seit ich meine Profile umgestellt habe, sind zumindest die Kontraktoren, also die netten Sklavenhändler von Hays oder wie sie auch immer alle heißen, ganz interessiert dran. Und wenn man sich die Medien anguckt, ist das schon ein Hype-Thema. Und ich finde, es ist mehr als ein Hype, weil es tatsächlich sinnvoll ist. Es ist technisch interessant. Also jetzt die Techniker von euch, die jetzt irgendwie jetzt das nicht nur machen, um Geld zu verdienen, sondern auch noch Spaß dran haben wollen, das ist wirklich ein lohnenswertes Thema, in dem man in völlig beliebige Breite und Tiefe eintauchen kann. Und das ist zukunftsorientiert und gegenwartsbereichernd. In diesem Sinne, vielen Dank. So, ihr habt ja bis auf eine Frage keine gestellt. Ich hätte eine Frage. Ja. Kannst du zufälligerweise auch mal so eine Spontan-Demo Apache Superset machen? Ich habe es hier nicht drauf. Das ist schon, also Apache Superset, also ich meine, als ich vor 2 Tagen geguckt habe, war das offizielle Demo unten. Ja, also, war das offizielle Demo nicht erreichbar. Also das Problem ist, Apache Superset hilft dir jetzt, das ist übrigens in Python primär geschrieben, nicht so viel, du brauchst ja die Datenquellen. Also du brauchst im Idealfall ein Hadoop-Cluster und so weiter, aber zumindest eine MySQL-Datenbank. Also aus dem Stegreif kann ich es dir nicht zeigen. Und unsere Experimentiermaschine wird gerade neu aufgesetzt, mit der wir da rumdoktern. Es gibt noch ein anderes was noch besser ist, das ist U, also H-U-E. Da ist die Demo aber eigentlich schon seit Wochen nicht erreichbar. Das ist so ein bisschen das Problem bei den Projekten, die nicht so richtige Sponsoren haben. Da ist die Infrastruktur schon. Aber U ist auch ganz großartig. Ja. Also Superset hat deutlich mehr, vielleicht noch dazu, deutlich mehr Visualisierungsmethoden als Metabase. Und wie gesagt, Airbnb wertet damit den ganzen Krempel aus. Da gibt es auch tolle Videos, wie das entstanden ist, Superset, warum es zur Apache Foundation kam. Und ja. Nochmal? Oder? Ich frage einfach mal, der Hintergrund der Frage nach Apache Superset ist eigentlich der. Ich bin auf der Suche nach irgendeinem solchen Tool, wo ich die Reports, die da oder die Dashboards, die man damit macht, möglichst leicht in eine eigene Web-Application embedden kann, so dass da
sagen wir mal, dass ich da nichts programmieren muss und dass da auch ein Nicht-Informatiker ein paar schöne Grafiken zusammenklicken kann, dann sagen kann, so, jetzt laden wir das als XML irgendwo hoch oder verlinken das oder machen irgendwie sowas. Ich meine, iFrame geht immer, ist aber irgendwie scheiße. Also irgendwas, was richtig gut integrieren geht. Gibt's da was? Kennst du da was? Ich meine, das geht mit Superset. Ich meine aber auch, da gab es irgendein Lizenzproblem. Als wir das mal ausprobiert hatten, kam ständig ein Hinweis, also mindestens einige Charts lassen sich nicht anzeigen, weil die irgendwie über einen Mapper, also über irgendeinen Kartendienstleister kommen. Aber es geht, also ich meine, Superset lässt sich einbinden, ja. Metabase nicht so gut. Das ist klar. Ja, ja. Und gerade ich so ein Superset dann on-premise oder vielleicht eben in der Cloud? Entschuldigung nochmal? Betreibe ich das bei mir on-premise oder bei mir Lizenz und die und eine Nummer? Ach so, nee, das kannst du lokal betreiben. Du kannst das runterladen. Am besten, also hast du viel Daten? Also lohnt sich dann irgendwie noch ein bisschen Hadoop und sowas dazu oder eher nicht? Hadoop nett, aber okay. SQL. Ja, gut, das ist ja meistens eh schon drauf. Also, dann würde ich sagen, wenn die anderen Apache-Sachen weniger, würde ich mal Superset runterladen. Genau, und zum Laufen bringen. Das ist eine ganz normale Webanwendung, die läuft auch lokal, ja. Oder auf dem Server, klar. Weil wir machen das momentan gerade mit Google Data Studio. Da geht das ganz gut. Also, sagen wir so, ganz gut ist übertrieben, es geht. Mhm. Man kann das so ein bisschen hinbiegen. Und aber ich sag mal, Google Data Studio ist natürlich jetzt nicht unbedingt so der Shootingstar der Analytics. Mhm. Besser als Excel ist es allemal. Ja, so ja, ja. Irgendwo dazwischen sind wir gerade. Wir kommen von Excel und wollen aber, sind bei Data Studio und würden es eigentlich gerne noch besser können. Okay. Also, aber eben ohne, dass wir alles programmieren können. Weil ich sag mal, wenn ich mir am Ende Chart.js nehme und alles programmiere, klar, dann kann ich natürlich alles machen. Aber Superset ist schon prima. Also du hast auch einen guten Carry-Editor und so weiter. Das ist schon gut, ja. Ja, oder? Also die Hand zuckte verdächtig, aber... Ich würde einfach mal, ich bin aber ganz am Anfang. Muss das Mikro? Also, Entschuldigung. Also wir sind ganz am Anfang. Ich weiß, dass wir eine Datenbank irgendwo auf einem Windows-System haben und ich würde gerne die Daten auch selbstständig analysieren können. Das ist mein Grundgedanke. Ich weiß noch nicht mal, ob wir, also wahrscheinlich haben wir nur die Zugriffsdaten von dieser Datenbank. Mhm. Aber wie die strukturiert ist und wie die aussehen und so, weiß ich alles gar nicht. Ja. Kann man dann solche Tools dann auch einsetzen? Analysieren die ein für ein oder muss man schon wissen? Also bei Metabase hast du ja gesehen, dass er schon, sagen wir mal, die Tabellen erkennt, okay. Die Strukturen. Aber du musst natürlich die, sagen wir mal, die Zusammenhänge selbst herstellen. Ja, also ja. Ja. Genau. Datenbank vermitteln und das kriege ich schon noch hin, aber genau. Und dann, wenn die sinnvoll bezeichnet sind, könnte man dann auch ja, damit klar. Hantieren. Ne? Genau. Und du kannst auch, wenn das SQL-Server ist, der hat eine gute Visualisierung, der macht also aus deiner Datenbank so ein Entity-Relationship-Model. Du kannst also gucken, keine Ahnung, an der Person hängen Adressen und so weiter. Ja, also so, das müsste eigentlich Zugriff drauf haben. Also ich weiß, dass unser Ausgangssystem aber kein Open Source ist, das ist ein Windows-System. Ja, manche, also genau. Wenn das der Microsoft SQL-Server ist, der kann das auch schön darstellen. Und wie mache ich die Verbindung zwischen jetzt irgendeiner Applikation, die auf irgendeinem Netzwerklaufwerk liegt und einem Programm, was ich jetzt aufgerufen habe? Also jetzt im Fall Metabase, kann ich das noch fährt kurz hoch, also jetzt bei Metabase oder bei anderen stellst du irgendwie eine Datenbank, fügst du hinzu, brauchst vielleicht noch einen Treiber. Moment, das war nicht runtergefahren. Und dann hast du so Verbindungsparameter. Also du brauchst die Adresse von einem Server, irgendeine IP, ein Login, Passwort und vielleicht noch ein Dialekt oder sowas und dann kannst du darauf zugreifen. Also wir können es ja gerade mal hier... Bei Ihnen ist ja alles schon so viel fertig, alles kommt schon und so. Ja, Moment, hier war das. Edit Database. Jetzt nehmen wir mal, du hast jetzt SQL-Server. Dann kannst du hier einen Namen eingeben, dann hast du die Adresse. Also, keine Ahnung, 1, 2, 3 und so weiter. Oder dann den Port. Das ist sozusagen. Ja, die Information werden wir ja. Ja, genau. Dann Daten, Name und so weiter. In dem Fall noch die Windows-Domain, das sagt mir jetzt weniger. Und dann hier dein Nutzername und das Passwort in der Datenbank. Dann kannst du noch sagen, dass er über einen verschlüsselten Tunnel gehen soll, was eigentlich für so eine Anwendung auch schon ziemlich cool ist, der das kann. Und dann bist du drauf. Dann analysiert er mir die Tabellen, zeigt genau. Die Inhalte und so. Genau. Ja, also der nächste Schritt wäre dann, Moment, ich kann mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Der nächste Schritt wäre dann eher so wie,
Hier unten. Nee, falsch, Entschuldigung. Ja, hier. Das wären jetzt zum Beispiel deine Tabellen. Ja? Und dann kannst du eben reingucken in der People-Datenbank. Sind die Daten. Und da oben siehst du ja die Struktur. Genau. Ich muss mal gucken, hier gibt es noch verschiedene Visualisierungen. Nee, also du kannst, das wäre auch ein bisschen viele, also die Struktur muss dann aus den, wie bei Excel, die Spaltennamen dann nehmen. Ja? Und dann kannst du aber auch joinen, dann kannst du deine eigene Query schreiben und sagst, ich hätte es gern jetzt irgendwie all die Produkte, die ein Rating aus der Rating-Tabelle von größer als 3 haben oder so. Das hatte ich halt einfach die Schwierigkeit, nur eine SQL, wie soll ich einen SQL-Befehl machen, wenn ich die ganze Struktur von den Tabellen, und das wäre ja, genau, ein ganz schön, also, wichtiges Werkzeug, um das. Ja, also es gibt natürlich auch sowas wie, also ich habe hier das hier drauf, das Navicat, das ist ein Datenbanktool für einen Mac, aber da gibt es auch kostenlos, bitte? Navicat, das ist aber eher gehobene Preisklasse, ich glaube, das kostet um die 1000 Euro. Aber es gibt auch freie. Hier, Navicat, genau. Nee. Genau. Also, wenn du so ein bisschen rumprobieren willst, ja, würde ich tatsächlich mal Metabase runterladen. Aber Metabase geht auch unter Windows, ne? Ist nicht, oder? Ja, aber es gibt kein. Also, wie soll ich sagen? Es gibt keine Exe, die du einfach ausführen kannst. Ja, ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Vielleicht haben sie eins einfach pro Mac. Hier ist das schön, du installierst das. Ich habe ja keinen Browser oder so. Bei Windows müsstest du nicht das Disk-Image runterladen. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Du musst dann so eine Art Server aufbauen. Aber, ja. Ich meine, den gibt es auch noch. Der ist auch lustig. Der Datenbank-Biber. Ja, ne, ich finde den gut. Also der kostet, ja genau, ich habe hier wahrscheinlich die Demo-Zeit über, der kostet auch irgendwas, aber den kannst du mal einfach ausprobieren. Na, okay, will nicht zeigen. Da hast du eben schon in der Sicht hinter dem Lizenzfenster gesehen, so eine Struktur, ja. Und den gibst du dann auch. Wer arbeitet denn mit MS SQL Server? Ich kenne mich jetzt nicht, was wäre da so ein Tool der Wahl? Also, DB Beaver oder sowas. Der kostet auch nicht so viel, 100 Euro oder sowas. Gell? Also ist nicht so prall. Ich habe gar keine Zahlen. Okay. Also Beaver, Datenbank Beaver. Also ich glaube, die haben Post ist Postgres? Postgres. Ja, das wäre aber dann eine freie Datenbank. Also das wäre dann, genau. Mir geht es ja darum, das irgendwie visuell für mich darzustellen, dass ich dann Analysen fahren könnte. Ja. Für mich ist das irgendeine Blackbox, die irgendwo auf dem Verzeichnis liegt. Ja, das ist völlig klar. Muss halt. Dass er jetzt die Strukturen zeigt, finde ich klasse. Da hätte man ja schon Ansatz. Ja. Das muss man ja alles erfragen. Also dann würde ich doch mal nach dem Datenbank-Beaver gucken. Den kann man 30 Tage ausprobieren. Also DB-Beaver. Ich finde das nur mit dem Beaver und den Zähnen irgendwie so schön leicht merkbar. Spiele den mal auf. Den gibt es auch für Windows. Und dann stellst du eine Verbindung her. Die kriegst du ja. Und dann siehst du erstmal das ERM, also Entity Relationship Model. Das heißt, welche Tabellen gibt es? Wie sind die verlinkt oder verwoben? Und dann kannst du dich da langsam rantesten. Ja. Ja. Ja, also ich rufe nochmal auf. Also erkennbar an diesem schicken. Ah ja, okay. Okay. Ja, aber ich glaube. Ja. Für Eclipse ist das Tool DBBeaver auch frei verfügbar. Genau, es gibt noch eine Edition ohne EE, also ohne Enterprise. Ich weiß aber nicht, welche Datenbank da unterstützt werden. Ja. Ja, denke ich auch, ja. Also wenn JDBC-Treiber da sind, dann... Ja, ja. Ja. Stimmt. Also ich benutze es mit MySQL und Postgres. Also okay. Genau, und dann, wie du zu einer Visualisierung kommst, gut, wir hatten jetzt hier das Thema Open Source, aber du kannst ja auch mal, also in Frankfurt ist Tableau sehr rege. Also Tableau ist eine Visualisierung, vereinfacht ausgedrückt, eine Visualisierungssoftware, mit der du ohne große technische Kenntnisse relativ akzeptable Charts hinkriegst und Zusammenhänge aufdecken kannst. Also ich weiß, dass sie zum Beispiel bei BWLern total beliebt ist, ja, weil die kommen dann mit ihrem Excel-Know-how und kriegen das hin und sieht geil aus. Ja, das war jetzt nicht despektierlich, ich meine, es ist einfach für die Zielgruppe zugeschnitten. Ja. Welches der vorgestellten oder auch nicht vorgestellten Open-Source-Tools kommt dann am ehesten an Tableau ran? Hm.
Also was mir bei den ganzen Tools gefehlt hat, ist beispielsweise ein Excel-Export. Ja? Das fand ich immer schade. Ich glaube, das kann Tableau ganz gut. Entschuldigung, PDF-Export. Ja, weil viele drucken ja dann das doch gerne nochmal aus, was sie auf dem Tablet haben. Von den Sachen, die wir so angeguckt haben, ist Superset schon ganz gut. Und das U würde ich mir mal angucken. Das U. Aber es sind schon anders geartete Tools. Also sagen wir mal, dass, man müsste Tableau dann mit dem Prep zusammennehmen. Ja, dann hast du entweder das, was Superset oder Metabase und U machen. Eine reine Visualisierungsgeschichte. Ja. Die bieten eigentlich immer mehr. Ja. Nochmal kurz, ich hatte es. Akustisch nicht ganz verstanden. Mit dem, was muss ich mit dem Prep zusammen berücksichtigen? Also von Tableau gibt es ein Modul oder so. Also, okay. Das heißt Prep und das ist sozusagen, ja, bereitet die grafische Analyse vor, aggregiert so ein bisschen Daten, holst sie zusammen und bereitet sie auf. Okay. Ja. Aber ich selbst kenne nur Tableau nur aus Demos und Erzählungen. Ich habe damit noch nicht gearbeitet. Ja. Snowplus Ultra ist, wenn man sich die Visualisierung selbst schreiben kann. Ja, also es gibt so viele Chart-Bibliotheken jetzt für JavaScript oder auch für Desktop, also für Apps oder für Desktop-Umgebungen. Und da kannst du halt genau das machen, was du willst. Ja, also beispielsweise, du hast so ein Balkendiagramm und willst irgendwie so einen Mittelwert oder eine Prognose reinzeichnen. Das ist immer nicht so einfach und damit machst du es einfach. Ja. Also das, also ja. Ja. Achso. Hast du eigentlich schon mal was für einen Kunden gemacht, der Machine Learning anwenden wollte? Entschuldigung, der? Hast du mal schon mal für einen Kunden Machine Learning angewendet? Machine Learning für einen Kunden noch nicht, nein. Warum? Also ich habe ja gesagt, ich habe das jetzt nicht schon so lang in der Version, dass ich damit tatsächlich dann auch rausgehe. Und meine Kunden sind eher Mittelständler. Also ich habe jetzt nicht die Riesenkunden. Und die Daten, die dort vorhanden sind, muss man sagen, sind auch ohne Machine Learning problemlos auswertbar. Ja, ja, also ich meinte halt jetzt nicht die Machine Learning-Geschichten von wegen auswerten, sondern halt tatsächlich irgendwie neuronale Netzwerke oder sowas, wo man dann so ein bisschen Predictions machen kann, sage ich mal. Ja, da sind aber meistens die Daten also noch nicht so da in der Menge, dass man es wirklich sinnvoll machen kann. Ja. Ja, okay. Schade. Ja, ist es auch, aber ja. Ich hätte nochmal eine Frage, wie man diese Tools erweitern kann. Also, wenn ich jetzt eben zum Beispiel eine mathematische Optimierung machen möchte. Ja. Wie auch immer mit Python oder so. Ja, wie kann ich diese Tools dann dahingehend erweitern? Ja? Naja, also die liegen ja alle im Quellcode vor. Ja? Und insofern kannst du die auch als Quellcode runterladen. Genau, ich meinte jetzt ein bisschen spezifischer schon. Okay. Also welche Sprachen bin ich da irgendwie restriktiert bei dem Tool? Oder was bietet sich, also so ein kleiner Überblick vielleicht, wenn du das weißt. Okay. Bei welchem Tool bin ich mit welcher Sprache gut aufgehoben oder so? Also nehmen wir Metabase, das habe ich schon gesagt, das ist ein Clojure geschrieben, das ist eine Java-Variante. Das wäre das eine. Metabase ist hauptsächlich, Entschuldigung, Superset ist hauptsächlich in Python geschrieben. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn du aber jetzt sozusagen auf der infrastrukturellen Ebene arbeiten möchtest, die jetzt mit dem Hadoop-Geschichten, das ist alles Java. Es gibt zwar immer Verbindungen zu Python und zu anderen Sprachen, aber ich glaube, das Java tatsächlich noch das Mittel der Wahl. Es sei denn, dein Tool setzt jetzt was ganz anderes voraus. Ja. Ja. Und dann für die Visualisierung, es kommt ganz drauf an. Also einige setzen dann auf React von Facebook und andere auf andere Oberflächentypen. Aber das ist ja dann letztlich immer JavaScript, mehr oder minder. Ja. Ja. Weil die ganzen Tools, die ich jetzt mir angeschaut hatte, waren alle letztlich Web-Oberflächen. Auch wenn das jetzt hier ein bisschen anders aussieht, ist eine Web-Oberfläche. Und die kann man ja relativ leicht erweitern. Ja.
Da muss ich gerne noch eine Frage. Gerne.